was machen Sachen? Ja, generell, wie steht ihr denn zu Webserien oder mehr? Was haltet ihr von Webserien, die so in den Bereich Horror, Creepy und so weiter gehen? Ich persönlich schaue sowas sehr gerne und dachte mir, es wäre einfach eine coole Sache, drüber zu reden. Und ja, da das alles doch sehr großes Thema ist, dachte ich mir, ich gehe vielleicht einfach mal meine Lieblingssachen einfach mal so durch und durch, weil es gibt sehr viel Interessantes zu erzählen, weil auch halt in den Geschichten immer viel halt nur gezeigt oder versteckt gezeigt wird, aber nie wirklich erklärt wird, dass sich halt ein Großteil der Fans beschäftigt, was jetzt da zum Hänge eigentlich passiert ist, was für eine Bedeutung hat die Geschichte, wie hängt das alles zusammen, und das finde ich auch immer ganz spannend. Meistens bin ich irgendwie zu doof, das für mich alleine zu klären, aber die Zusammenarbeit mit anderen Leuten, mal zu gucken, lol, was dann hier eigentlich passiert, ist doch sehr cool. Auch wenn das einfach keine Geschichte einfach auf dem Silberteller präsentiert wird, hier, das ist passiert, das ist so, weil halt. Sondern ja, mir erzählen die Hälfte und die andere Hälfte darfst du dir dann aussuchen. In dem Fall ist das halt auch so ähnlich. Salad Fingers ist einer der wenigen Webserien, die wirklich keine wirkliche Geschichte haben. Also es gibt keine anerkannte Wirklichkeit in dem Sinn, es gibt keinen Canon, sondern halt, hier ist was, interpretier wie du das möchtest, und das ist der Sinn der Sache. Also es geht halt hier nicht darum, eine Geschichte zu erzählen, sondern einfach ein Gefühl zu vermitteln und dich dazu animieren, ja, du sollst in den Wahnsinn hier bitte irgendwas reininterpretieren. Und Wahnsinn trifft es hier eigentlich doch relativ gut in dieser Webserie, aber dazu kommen wir gleich. Ich will noch ein bisschen was drumherum erzählen. Wie gesagt, es geht um die Webserie Salad Fingers. Ich habe gedacht, das ist ein guter Einstieg, weil Salad Fingers ist so die erste Webserie, die wirklich halt populär geworden ist, die wirklich eine riesige Fanbase hat und eine der ersten, die wirklich halt eine massive Fanbase aufgebaut haben, die halt fleißig am Diskutieren sind, was jetzt passiert, was jetzt, was hat das jetzt alles zu bedeuten, dieser komplette Wahnsinn, oder hat auch ihre eigenen Memes das finde ich lustig, die steht bis hierhin. Auch die letzte Folge wurde jetzt im März ausgestrahlt, deswegen bin ich auf die Idee gekommen. Ich habe jetzt die Tage gesehen, ach, die Folge ist draußen, das ist jetzt die 13. Folge. Ist relativ wenig, was das angeht. Ich weiß, es ist ein bisschen schade, dass uns nicht mehr Salad Fingers zur Verfügung steht. Aber ja, die komplette Webserie wurde von David Firth? Ich bin mir nicht sicher, wie ich den Namen ausspreche. Der gute Mann ist Brite und das britische Name, und ich bin kein Brite und habe keinen Plan, wie man sowas ausspricht. Gut, der David kann ich aussprechen. Der gute David hat halt diese Serie 2004 gestartet, erst auf Newgrounds. Und dort gab es jetzt so mäßige Popularität. Erst später, wie das Ganze dann auf YouTube rübergeschwappt ist, rübergekommen ist, hat sich doch die Fanbase nach und nach doch sehr stark aufgebaut. Der gute David hat diese ganze Serie komplett selbst animiert, selbst erstellt, die ganze Soundkulisse, die komplett eigen ist, also die komplett der größte Aufbau der Serie ist wirklich einmal die Grafikdarstellung, aber wirklich ein großer Creepy-Faktor ist die Musik, die komplette Musik in der Serie. Die ist wirklich sehr speziell. Ich habe da eine sehr lustige Anekdote gefunden. Das ist ASMR für Psychopathen. Ich musste herzlich lachen und irgendwie der guten Frau dann auch zustimmen. Das passt doch sehr. Geräusche sind doch sehr speziell. Also, am besten hört ihr das mit Kopfhörer, um die komplette Erguss an Geräuschen zu genießen. Es ist wirklich teilweise, als würde jemand einfach mit einer Gabel auf einer Tafel rumkratzen. Aber alles sehr gezielt eingesetzt. Ist sehr, sehr, sehr faszinierend. Das passt alles in ihre, also diese komplette Webserie passt in ihrer seltsamen Mischung einfach komplett ineinander. Und es ist einfach nur, ihr müsst euch wirklich, also es ist auch schwer zu beschreiben, ihr müsst euch wirklich die Serie selber geben. Selbst wenn ihr nicht unbedingt Englisch versteht, muss man jetzt nicht unbedingt, es wird nicht so viel gesprochen. Die Folgen an sich sind jetzt auch nicht so ultra lang, sind relativ kurz. Gerade die früheren sind sehr, sehr kurz. Und wenn man alle 13 Folgen hintereinander guckt, hat man, ich glaube, so Pi mal Daumen eine Stunde, also einen kleinen Kurzfilm. Wie gesagt, es lohnt sich wirklich, selbst wenn ihr Englisch nicht versteht. Ich habe Salad Fingers auch erst geschaut, da war ich noch gerade so frisch aus der Schule draußen, oder war ich da noch in der Schule? Ich weiß nicht, ob ich da noch in der, ich war halt schon ein bisschen älter, so was weiß ich, irgendwas zwischen 16 und 19 oder so. Ich kann es jetzt nicht mehr einordnen, wann das war. Ich geguckt, kein Plan verstanden von Englisch, also nicht wirklich, konnte die Standarddinger, aber selbst dann war das doch eine Erfahrung für sich.
Sagt, schaut euch doch die Serie an. Ich habe sie auch unten in der Beschreibung mal verlinkt, falls Leute gibt, die euch antun wollen. Und wenn ihr Salatfinger kennt, vielleicht habt ihr irgendwas. Vielleicht habt ihr eine eigene Theorie, was da jetzt passiert ist. Schreibt doch mal in die Kommentare, vielleicht was denkt ihr, was da passiert. Es gibt ja wirklich die verschiedensten Theorien. Zwei, die fand ich sehr, sehr faszinierend. Einmal ging es darum, weil generell der große Krieg ist da ein großes Thema, der sich durchzieht. Aber nicht erklärt wird, man weiß nicht, okay, ist jetzt der große Krieg wirklich, war der schon, ist der gerade, welcher Krieg ist es denn? Gut, man kann sich beim großen Krieg halt denken, was für ein Krieg das sein sollte, gerade da es auch in Großbritannien ja wahrscheinlich spielt, nehme ich an, weil wie gesagt, es ist nichts wirklich klar, man weiß halt nichts wirklich generell, was so passiert ist, wie hält das zusammen? Wie gesagt, in der einen Theorie ging es einfach darum, dass halt diese verschiedenen Persönlichkeiten, die Salatfinger jetzt an den Tag legt mit seinen Fingerpuppen und so weiter, dass halt das einfach seine Geschichte widerspiegelt, dass er halt einfach das widerspiegelt, was halt davor passiert ist, bevor er alleine ist. Und dass man das da so ein bisschen zusammenpuzzeln muss, dass halt jeder Charakter halt seine Mutter ist, seine Tante, seine Kollegen und sonst was ist. Das darf man sich zusammenpuzzeln, fand ich sehr interessant. Oder auch eine Theorie, die ich sehr, sehr passend finde, weil Salatfinger doch sehr kindliches Verhalten an den Tag legt, dass es halt wirklich ist, dass es dieses ganze Drumherum einfach ein Spiel von einem Kleinkind ist, dieses, ja, was wäre wenn Spiel oder ich einfach so Kinderspiel, ich stelle mir das einfach vor, was ist. Und das so halbherzig, krude mitgekriegt ist von Kindern, weil Kinder kriegen sehr viel mit, aber können das halt nicht immer wirklich zusammenfassen, was das jetzt für Bedeutung hat, welche Auswirkungen das hat. Sondern ja, ich spiele jetzt einfach das, was ich irgendwo mal gehört habe, sei es halt über Geschichten, über den Alltag und sonst was, dass es einfach so Nacherzählungen gibt. Deswegen passt das alles nicht so zusammen und wird sich halt selber so zusammengereimt, dass man halt wirklich nur Schnipsel hat von Erwachsenenleben. Das wird dann halt irgendwie als Kind wiedergegeben. Vielleicht ist es auch gerade eine Kriegssituation, wird halt einfach dadurch so verarbeitet durch das Kind. Das fand ich auch irgendwie ganz cool. Aber so wie gesagt, so ein wirkliches Kennen, was jetzt wirklich echt passiert ist, gibt es jetzt nicht. Auch vom David Filt gab es mal ein Interview, wo genau dieses gefragt wird, welcher von diesen Fan-Theorien jetzt eigentlich schon näher an seine Vision rangegangen ist von der Geschichte her. Und er sagte halt auch, dass es keine ist, weil es gibt keine. Das ganze Salatfinger ging darum, oder er hat es erstellt, nicht darum, eine Geschichte zu erzählen, sondern einfach abstrakt was er zu erstellen, dass sich halt einfach Leute sich selbst was dazu denken können. Und ich sage, das ist ihm doch sehr gut gelungen. Es gibt viele Wege, vieles zu interpretieren und halt keiner ist richtig, keiner ist falsch. Es ist einfach nur, ja, was denkst du, warum die Vorhänge rot sind? Sind jetzt rot, weil rot eine coole Farbe ist für Vorhänge oder sollen die irgendwas anderes bedeuten? Das darfst du dir halt selber aussuchen. Das finde ich ganz cool. Da hat man auch gerade in den Webserien eigentlich relativ wenig. Meistens gibt es halt eine versteckte Geschichte, die dann halt versteckt ist. Ja, man kriegt in vielen Webserien quasi die Hälfte erzählt und die andere Hälfte darf man sich dann zusammensuchen. Es gibt auch Webserien, die halt viel mit dem Publikum zusammenarbeiten. Da kommen wir ein bisschen später dazu, wenn es dann halt wirklich geht. So Marvel Hornets hat damit angefangen, mit der Community ein bisschen zu interagieren. Wahre Meister darin sind halt so Geschichten wie Everyman Hybrid. Die haben wirklich sehr viel Community-Arbeit gemacht und viel halt einfach die Community mit einbezogen. Aber dazu halt dann später mehr, weil vielleicht rede ich auch über die Folgen. Also generell über die Serien, die sind halt auch sehr, sehr faszinierend. Und ja. So, genug abgeschweift, kommen wir zurück zu Salatfinger. Ich habe noch ein paar Sachen, die fand ich einfach cool. So ein paar kleine Fun-Facts zum Schluss. Jetzt halt nicht über das Thema, was in der Serie passiert. Wie gesagt, das muss man sich selber antun. Den Wahnsinn muss man halt selber miterleben. Es geht ja um das Erlebnis, also Link in der Beschreibung, klickt das an und guckt euch das an. Könnt ihr ein kleines Kommentar hinterlassen, was ihr davon haltet, was ihr von der Serie haltet. Ob ihr jetzt verstört seid oder nicht. Okay, so, eine coole Sache fand ich, dass 2007 in dem Sydney Underground Film Festival wurde Salatfinger in seiner damaligen Gänze von 7 Folgen auch gezeigt. Also die wurden einfach hintereinander abgespielt, die sind da mitgespielt worden. Das fand ich eine coole Sache, dass da halt auch so Internet-Webserien einfach mitgespielt werden, wurden in so einem Filmfestival, so einem Untergrundfilmfestival. Fand ich eine coole Sache. Auch eine weirde Geschichte habe ich gelesen. Ich weiß halt nicht, ob die Sache stimmt. Ich habe die jetzt halt in einem Artikel gelesen. Man kann davon halten, was man möchte, ob da jetzt war es oder nicht. Ich fand ihn irgendwo sehr lustig und auch irgendwo traurig für den Lehrer. Es ist nämlich Folgendes passiert. Im Jahre 2019 wurde in Kanada ein Highschool-Lehrer suspendiert, weil er halt seinen Schülern
seltsame und gruselige und unangemessene Videos gezeigt hat. Und darunter war natürlich auch Saladfinger. Der ist halt einfach dann suspendiert worden. Wie es dann mit dem Lehrer weiterging, gab es keine Antwort. Ich habe jetzt nur den Artikel gefunden, ja, Schulleiter wurde suspendiert, da wurde so ein bisschen aufgezeigt, das und das hat er gezeigt und Saladfinger war dann drunter, das fand ich irgendwo lustig. Bisschen schade um den Lehrer, ich hoffe, der hat seinen Platz wieder, seine Lernstatt wieder oder vielleicht eine andere Lehrerschaft, ja. Eine andere Sache war, die habe ich gefunden, ich habe so einen kleinen Zeitungsartikel gefunden, ich weiß jetzt halt nicht, wie wahr das ist, weil ich die Zeitung an sich nicht kenne und der Artikel irgendwie nur halb ist. 2019 in Kanada passiert, da ist ein Highschool-Lehrer suspendiert worden, nachdem er seiner Klasse eine Reihe von Videos gezeigt hat, die halt laut Schüler seltsam, gruselig und unangemessen waren. Darunter war dann halt auch Saladfinger aufgelistet. Danach hört die Story auf. Ich weiß nicht, was mit dem Lehrer ist. Ist ein bisschen komisch, ist 2019 passiert, also so langsam müsste da eigentlich schon mal ein Ergebnis sein. Ich habe auch nichts weiteres zu gefunden. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich fand einfach die Tatsache, dass jemand wegen Videos suspendiert wird, irgendwie seltsam. Solange es halt wirklich Horrorvideos waren und nicht irgendwie was ab 18-mäßiges. Also wenn zwei Leute sich sonderlich gerne lieb haben oder halt nicht und eine Kamera ist dabei. Ihr wisst schon, worauf ich hinweise, ihr seid schlau und könnt euch das wahrscheinlich denken. Wegen Gruselvideos oder keine Ahnung. fand ich weird. Es gab auch, fand ich auch weird, dass das nicht weitergeht. Was jetzt mit dem Lehrer? Ist der jetzt wieder zurück in der Schule? Was hat er noch gezeigt außer Saladfinger? Zumal es wurde halt auch nur Saladfinger aufgelistet. Was jetzt mit den anderen Videos nicht? Haben die sich jetzt alle wegen Saladfinger aufgeregt? Wer weiß. Vielleicht auch gute Werbetaktik. Der bricht halt nirgendwo rein. Der sagt, es wurde Lehrer gekündigt wegen mir. Lul. Okay, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die Aussage wirklich wahr ist, aber ich fand es irgendwo interessant und lustig, dass sowas passiert ist. Ja. Und es hat auch eine komplette Saladfinger-Tour gegeben, in der man halt einfach die komplette Serie sich anschauen konnte. Und am Ende gab es auch ein Interview mit David Filt, dem Creator, der das halt alles erstellt hat. Er hat auch halt wirklich gesagt, alles alleine gemacht, die Grafik, den Audio, die Vertonung, ist halt alles wirklich aus seiner Hand entstanden. Und das ist doch eine coole Sache. Ja, und das war's jetzt erstmal von mir zu Saladfinger. Wie gesagt, vielleicht habt ihr die Serie selber gesehen, vielleicht habt ihr jetzt einfach Bock wegen meiner super coolen Beschreibung von dem Wahnsinn, einfach mal sich dieselbe selber anzugucken. Dann schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr die Serie kennt, ob ihr jetzt die gesehen habt, was ihr davon haltet. Generell, eventuell werde ich über noch ein paar Webserien reden. Die meisten Webserien werden ein bisschen älter sein, weil, wie gesagt, die hat ihre blöde Zeit so um 2010 rum. Da sind die meisten so angefangen, gestartet oder halt stattgefunden. Die meisten Sachen werden ein bisschen älter sein, die meisten Sachen werden halt auf Englisch sein. Wie gesagt, ich kenne so gut wie nichts wirklich Faszinierendes auf Deutsch. Vielleicht könnt ihr mich eines des Besseren belehren und ihr zeigt mir eine coole Serie. Ja, und dann hoffentlich hat euch das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten, was ich auch immer ich tue. Ciao!